Jö, dann wollen wir wieder hoch. Und uns wieder mit den... Wo sind wir denn jetzt? Okay. Und einig sagen und legen uns jetzt wieder mit den beiden Krabben an. Aber wo wir schon mal hier... Ah, nee, hier waren die ganzen Schalter. Nee, das will ich noch nicht. Die Schalter, da war doch irgendwas. Also ich denke nicht, dass man da irgendwie wild rumprobieren konnte, sollte, wie auch immer. Da gab es irgendeinen Hinweis, aber da wir jetzt ja drumherum sind, gibt es den Hinweis nicht mehr. Muss ich gleich ein bisschen nachgrübeln, aber erstmal springen wir hier runter. Wir sollten nicht... ja. Oder wir springen taktisch auf den... auf die Krabbe rauf. Und schon wieder einfangen lassen. Hey, das ging flott. Zwar ein Heiltrank verbraten, was nicht hätte sein müssen. Aber lieber zwischendurch mal einen Heiltrank als ewig neu laden. Das in der letzten Folge war mir eindeutig zu häufig. Vor allem hätte ich das auch vermeiden können, wenn ich ein bisschen konzentrierter gewesen bin. Ja, wäre. Ah, ja, Spam. Stirb, du doofe Krabbe. Boah. Jetzt müssten hier alle tot sein. Was genau hat es uns jetzt gebracht, den Schalter zu drücken? Wir konnten raus. Sonst noch was? Hier ist nichts Neues. Nö. Na gut, dann halt einfach nur raus. So, die Türen unten haben wir noch nicht gemacht, weil ich letztes Mal gestorben bin. Das sollten wir jetzt kurz nachholen. Dafür ziehen wir unseren Fire Talk an. So. Hallo. Zu langsam. So. Jetzt geht hier der eine Raum auf. So, ein bisschen ausweichen werde ich trotzdem, denn die machen zwar kaum noch Schaden, aber das läppert sich trotzdem. Ich will da schlafen, neu laden etc. Ja, ein bisschen alles einschränken. Und einfach gleich zum blauen Kristall laufen. Wieder da ist. Also die Ladung wieder da ist. Dann komm. So. Ohne Stamina kämpfen ist doof. Aber wir machen auch so inzwischen schon 63 Schaden eben gerade. Ist ordentlich. Ja, ich freue mich schon drauf, wenn unser Skill auf 50 ist. So, hier war nur der Schalter für die Tür nach draußen. Und auf der anderen Seite war der Helm, oder? Nee, der Helm war oben. Hier war eine Spruchrolle und ein Stab, den wir nicht brauchen. Aber ein Secret ist ein Secret. Ist ein Secret. Und da war die Shadow Maze. Jetzt können wir wieder nach oben. Und er ist sogar geladen. Sehr schön. Also, hier lang, darum, darum. Nimm, 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 da rein. Da durch. Auf der anderen Seite waren wir schon. Jetzt muss ich nur irgendwie von der Seite da mal hinkommen, weil da ist bestimmt noch irgendwas von Relevanz. Ah, die Schalter. Ich drücke einfach mal jeden Schalter. Ah. Ups. Ich wollte gerade sagen, ich drücke jetzt einfach mal jeden Schalter und zwei hatten geklickt, deswegen habe ich den hier zurückgemacht. Aber warum das jetzt hochgefahren ist, keine Ahnung. Nö, das war's wohl schon. Also so viel zu der schwierigen Kombination, weil es 5 Schalter waren. Also ich habe da irgendwas übersehen.
So, also. Hier war irgendwo ein Schalter, das weiß ich nicht. Noch nicht mal wo. Oh, da ist erstmal ein Amulett. Das krallen wir uns. Dann sollten wir eh noch einmal rund. Ich habe keinen Platz mehr. Was macht das Amulett denn? Lebenspunktregeneration plus 1 Stärke. Nö. Also ja, wir sollten noch einmal runterfallen und da ist noch eine Nische. Nein. Einmal runterfallen, um zu gucken, was hier unten ist. Einmal sollten wir die Fackel dann noch wegnehmen, falls die irgendwas auslöst. Und wo war der doofe Knopf? Ah, da. Guck mal her. Guck mal, was passiert, wenn ich nicht von der Kanone getroffen werden. Gar nichts anscheinend. So, einmal runterfallen wollte ich noch. Ah, jetzt sind wir hier unten beim Ogre. Oh gut. Hier dürften wir wenigstens in Ruhe schlafen können. Dann bleibt es. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Mann! So, hier dürften wir jetzt in Ruhe schlafen können. Also zur Sicherheit speichere ich einfach vorher mal ab. LP027. Aber in letzter Zeit haben wir das echt mit dem Einschlafen und von irgendwelchem Getier wachgebissen zu werden. Übel, übel. Oder von einem Erdbeben. Wobei mir das Erdbeben da irgendwie schon lieber ist. Auch wenn das recht lange dauert. So, also jetzt die eine Nische da lang und danach könnten wir theoretisch runtergehen, wollen wir aber nicht, denn wir wollen erstmal die ganzen Secrets hier abklappern. Das heißt, ich werde mir dann irgendwann die Liste nochmal rauskramen. In den ersten Folgen hat ja jemand eine Liste geschrieben gehabt, mit auf welcher Ebene wie viele Secrets sind. Er hat nicht genau gesagt, wo sie sind, einfach nur, wie viele man ungefähr haben sollte. Das macht den 100% Run gleich wesentlich übersichtlicher. Und da wir jetzt auf Ebene 7 sind und teilweise 8, also ich nehme einfach nur 7, gucken wir dann, wie viele Secrets wir jetzt haben sollten, vergleichen das mit der Anzahl, die wir gerade haben und gehen dann auf Suche. Zack. Wir müssen unbedingt aussortieren. So, da hinten geht's weiter. Lange Gänge mag ich nicht. Bin ich noch von Baldur's Gate traumatisiert. Okay, ich wollte gucken, was hier in der Fallgrube drin ist. Es war alles geplant. Aber hier ist nichts drin. Auch keine Schalter, nö. Gut, wieder hoch. Hallo, Jungs. Das meinte ich mit die Masse macht's. Ich wollte gerade noch den Heiltrank trinken. Aber ja, ohne diesen Fire Talk hätten wir ein richtiges Problem. Ich sollte nur wirklich mehr darauf achten, wie meine Lebenspunkte runtergehen. Es ist nur schwierig zu beobachten, weil wenn wir getroffen werden, kommt hier immer diese Animation hier. Und dann sehe ich halt nicht, wie viele Lebenspunkte ich gerade habe. So, schlafen einfach mal, während wir von der Phantomkanone beschossen werden. Ist ja auch okay. Das Runterspringen spare ich mir diesmal, auch wenn es letztes Mal eh nicht wirklich gewollt war. Aber ich sollte vorher nochmal gucken, ob wir wirklich den Fire Talk anhaben. Jo, haben wir. So. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Was haben wir hier? Huntsman Cloak, ein leerer Sack. Den hatten wir, glaube ich, hier rüber. Einmal Licht. So.
hier nichts. Sowas finde ich immer schwer zu glauben. Weil Designer sind da recht pragmatisch. Die designen nichts, was keinen Sinn hat. Oder nur selten, weil das halt extra Arbeit ist. Den Dungeon allgemein mit Fallen und Gegenständen zu füllen ist schon schwierig genug. Da macht man keine Dead Ends, ohne dass man sie machen müsste. Aber hier scheint nichts zu sein. Na gut. Die falsche Richtung. Hier geht's nur einen Weg lang und da kam... Oder auch nicht. Tentakel-Ding. Ninja-Feuerelementare. Na komm rein. So, was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Hammer? Oder eine Kugel? Gucken wir gleich mal. Ein Flegel. Können wir auch nicht gebrauchen. Aber einen Platz zum Schlafen könnten wir jetzt ganz gut gebrauchen. Wenden hier ist auch nichts. Nö. So, bloß nicht die Übersicht verlieren. Hier ist ein Rundgang. Das könnte ganz praktisch sein zum Weglaufen. Hier werden die Feuerelementare hinter sein. Also, erstmal schön schlafen, tief durchatmen und dann legen wir es mit den drei Feuerelementaren an. Und diesmal bleibe ich einfach nicht stumpf in der Ecke stehen und schlage auf sie ein, sondern versuche mich auch ein bisschen zu bewegen. So. Du da. Komm her. Viel besser. Zurück. Genau. Warum habe ich das Kraut da eben nicht mitgenommen? Also vorhin, als hier noch keine Gegner waren, meine ich. Kraut. Wofür brauchten wir das Ding eigentlich? War das ein Teil des Geschwindigkeitstranks? Irgendwo gab es dann Haken beim Geschwindigkeitstrank. Ich glaube, man braucht auch die Heilkräuter dafür. Weil sonst könnten wir einfach mal ein paar von denen verbrauchen. Denn wir haben schon so viele davon. Komm mal rüber. Also drei von diesen Spuckdingern. Keine Möglichkeit, sie auszulösen. Kein. Ein Schädel für unsere Sammlung. Der müsste jetzt schon gezielt haben. Schädel gefunden, drei. Jo. Okay. Oh, hier mussten wir tanzen. Ah, ja, stimmt, das war's. Also es kommen von rechts in diese Feuerbälle, diese Photonen-Dinger angeschossen. Was auch immer das wirklich sind, ich nenne die halt immer nur so. Und wir müssen sie abfangen mit unserem Körper, weil sobald die Dinger da getroffen werden, wird alles, was hier im Raum ist, wegteleportiert. Ja, was hatten wir denn noch hier auf der Etage? Nur die Eisentür da hinten. Na gut, speichern wir erstmal ab und das machen wir in der nächsten Folge. Vielleicht bin ich dann eher in Tanzstimmung. So, 028 und bis gleich.